Leute, heute geht's im Schnack um einen ganz besonderen Spieler, Claudio Pizarro. 37 Jahre ist der jung gebliebene alte Sack mittlerweile alt. Im Oktober wird er schon 38, der pure Wahnsinn. 411 Bundesligaspiele, 190 Tore, 71 Assists, noch mehr purer Wahnsinn. Letzte Saison wechselte er das dritte Mal zu Werder. Brauchte so ein bisschen Anlaufzeit, kam in der Liga aber dann noch auf 14 Tore und 3 Vorlagen. Im DFB-Pokal auf 2 Tore und 2 Vorlagen und war einer der absoluten Top-Karanten für den Nichtabstieg. Und nach der Saison hat man ihm selbst den verschossenen Elfmeter im Bundesliga-Endspurt gegen den HSV verziehen. Ich zumindest. Was dieser Spieler spielt, das kann man eigentlich nicht in Worte fassen, und die Bedeutung, die er für Werder hat, die kann man eigentlich in noch weniger Worte fassen. Wie gesagt, dank und mit Pizarro haben wir die Klasse halten können, selbst in einer total schwierigen Situation, als von ganz vielen Querelen innerhalb des Teams zu lesen war, in den Medien zumindest, wirkt es doch zumindest immer ein bisschen harmonisch, und das auch vor allen Dingen dank des alten Mannes Claudio Pizarro. Ihn ein drittes Mal zu Werder zu holen, war also schon goldrichtig. Und ich will ja nicht sagen, ich hab's ja gesagt, aber ja, ich hab's ja gesagt. Klar, wir können uns natürlich von seiner Vergangenheit nichts kaufen, aber ich bin mir sicher, dass nach dieser Saison auch die letzten Skeptiker sagen werden, gut, dass wir den Pizza auch noch mal ein drittes Mal zurückgeholt haben. Ich sage euch was, dafür stehe ich mit meinem Werder-Schnack, und da können wir gerne noch mal am Ende der Saison drüber diskutieren. Und was ist dieses Jahr? Man kann es nicht sagen, man weiß nicht, was der Körper noch so alles mitmacht und schafft. Er ist aber dennoch die unangefochtene Nummer 1 erstmal im Sturm. Dennoch war es auch wichtig, dass man Kruse jetzt dazugeholt hat, denn wenn Pizza ausfällt, kann man ihn wirklich adäquat ersetzen in der Spitze, und wenn er dabei ist, dann hat er aber auch wirklich einen kongenialen Partner an seiner Seite während der Spiele, sodass nicht die ganze Last, was das Offensivspiel angeht, auf seinen Schultern lastet. Man kann natürlich nicht vorhersehen, wann der Körper von Pizarro wirklich anfängt extrem abzubauen, ob das diese Saison passiert oder ob er diese Saison wieder halt so in so einen kleinen Jungbrunnen fällt. Aber so oder so, Pizza ist weiterhin eine tragende Säule innerhalb dieser Mannschaft. Ist er am Start fit? Ist er die Nummer 1 im Sturm? Ab dann wird man halt sehen müssen, was passiert, wie sich die Situation mit Pizarro weiterentwickelt oder wer sich da vielleicht noch ein bisschen anbietet. Aber mal ganz im Ernst, bei all der Erfahrung und Cleverness, die dieser Junge hat, wird er halt auch mit viel weniger Sprints, viel weniger Laufduellen immer noch so elementar wichtige Schlüsselsituationen kreieren, so wichtige Tore noch für uns schießen, dass da bin ich felsenfest von überzeugt. Denn wie ich schon sagte, Pizarro ist einer dieser außergewöhnlichen Spieler, von denen es halt einfach wenige gibt und von denen noch weniger den Weg nach Bremen finden. Umso glücklicher können wir uns eigentlich schätzen, dass er unserem Verein halt einfach so verbunden ist. Und unser Glück, dass er einfach so ein genial geiler Typ und Spieler ist. Punkt. Er wird zwar sicher keine 34 Spiele über 90 Minuten gehen können. Wobei dem Jungen das wahrscheinlich auch noch zuzutrauen wäre irgendwie. Keine Ahnung, wie er das immer macht, aber naja, das glaube ich jetzt nicht. Aber er selbst traut sich ja immerhin noch die Torjägerkanone zu. Auch wenn er das mit seiner süffisanten, charmanten Art und dem Dauergrinsen immer sagt. Aber ich glaube, instinktiv hält er sich wirklich noch für gut genug. Ich halte ihn noch für gut genug, dass das unter Umständen nicht absolut an den Haaren herbeigezogen ist. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir graut es eigentlich jetzt schon vor dem Moment, wo sich dieser Spieler wirklich gänzlich von der Fußballbühne als Spieler verabschieden wird. Denn das wird für Bremen auf so vielen Ebenen so ein total schwerer Verlust werden. Und für dieses Jahr kann man einfach nur sagen, alles geben, Pizza, für die Fortführung deiner Heldengeschichte. Denn Held, das bist du in Bremen sowieso schon lange. Und egal, wie du diese Geschichte weiterschreibst, sie kann einfach immer nur besser werden. Punkt. Und auch hierauf könnt ihr mich wieder festnageln. Leute, der alte Mann kann's noch. Das hat er letztes Jahr gezeigt. Das zeigt er in der Vorbereitung. Das war die Folge mit Pizarro. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir diskutieren es aus. Freue mich auf den Bundesliga-Start, der immer näher rückt, und auch die nächsten Runden im Schnack. Haut rein. Adios. Ciao.